Die Mitmachausstellung beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Zusammenhang von Musik und Mathematik. Interaktive Mitmachausstellungen für kleine und große Besucher haben seit 20 Jahren in Ingelheim eine große Tradition. Die diesjährige MIMA hat den Titel Im Klang der Zahlen und findet noch bis zum 28. Oktober statt. Eine MIMA für alle, die Mathe hassen und für alle, die Zahlen lieben. Besser kann die diesjährige Mitmachausstellung nicht auf den Punkt gebracht werden. Die Ausstellungseröffnung fand am 14. Juli vor vielen interessierten Zuschauern statt. Katja von Hochkammer und die Stefanie Ferin haben das Konzept Wort und im Bild ausgearbeitet. Die Katja übernahm mit ihrer einzigartigen Kreativität die künstlerische und die grafische Ausarbeitung der Ausstellung. Und die Stefanie hat die Texte übernommen. So, als erstes begrüßen wir die Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Katharina Binz, die bereits zum zweiten Mal zugestimmt hat, die Schirmherrschaft für die MIMA zu übernehmen. Es ist wirklich ganz außerordentlich, was hier geleistet wird. Das will ich an dieser Stelle wirklich mal sagen. Was hier aufgebaut worden ist schon vor vielen Jahren und was Sie eben hier weitertragen. Und ich freue mich sehr, dass ihr das wieder so fantastisch auf die Beine gestellt habt. Wir als Stadt haben den gleichen finanziellen Zuschuss, aber ihr habt die Möglichkeit, auf vielfältige Art und Weise Geld zu bekommen. Und was noch entscheidender ist, das wird heute auch oft gesagt, Kooperationspartner gehen wesentlich lieber mit Vereinen Kooperationen an, als mit der Stadt. Das Zitate. Und eigentlich hat sich jeder der alten Meister der Mathematik, jeder Musiker, jeder Philosoph einmal dazu geäußert. Allen voran Claude Debussy, der einmal geschrieben hat, die Musik ist eine geheimnisvolle Mathematik, deren Elemente am Unendlichen teilhaben. Sie lebt in der Bewegung des Wassers, im Wellenspiel wechselnder Winde und nichts ist musikalischer, also mathematischer, als ein Sonnenuntergang. Und da eigentlich jeder Musik mag, fanden wir hier einen optimalen Zugang, um Kinder und Erwachsenen auch die Schönheit von Mathematik näher zu bringen. In der MIMA kann man dieses Jahr ganz viele Zahlen und Geräusche entdecken, Klänge, Formen und allerhand Mathematisches, Künstlerisches und Musikalisches ausprobieren. Dafür haben wir, der Verein, die Mitmachausstellung, viele Stationen hierher geholt in die alte Markthalle und das Ganze zu einer neuen Inszenierung zusammengefügt. Knobeltische und da werden eure grauen Zellen da oben im Kopf so richtig angeregt. Also ich habe es noch nicht geschafft, alles herauszufinden. Und andererseits Klangobjekte von einem mobilen Musikmuseum. Hier ist was rund. Und diese beiden Ausstellungsthemen haben wir verbunden mit eigenen Objekten, mit eigenen Stationen. Und die sind maßgeblich von der Katja von Puttkammer, von unserer künstlerischen Leitung, entwickelt und auch gebaut und umgesetzt. Und so bildet das Ganze hier eine völlig neue Atmosphäre und Ausstellung, die man so sonst nirgendwo sehen kann. Es gibt
gibt ganz viele Sachen, die in der Mathematik und in der Musik vorkommen. Wie wir gerade diese Formen uns angeguckt haben, gibt es auch Spiegeln, Symmetrie, die in der Mathematik da sind, aber die werden auch, dieses Modell wird auch in der Musik benutzt. Die geht noch bis Ende Oktober und wir haben sowohl Stationen für sehr kleine Kinder, wo man ab 4 Jahre schon knobeln und experimentieren kann. Aber wir haben auch Objekte, die für Erwachsene geeignet sind. Also es kommen viele Ingelheimer und aus der ganzen Region Menschen hierher, die neugierig sind und sich sehr lange Zeit nehmen, um sich hiermit zu beschäftigen. Hauptzielgruppe ist tatsächlich, sind die Kinder von im Grundschulalter, so von 5 bis 13 Jahre. Und ist das heller oder dunkler als das? Nochmal. Und oder hoch und tief kann man sagen und hell und dunkel. Und jetzt guck mal, dieses ist kürzer und das ist länger. Und immer ein Stückchen tiefer wird das Geräusch. Jetzt. Ah, sehr schön, den Klang erleben kann. Werden von dem, von dieser. Hier kann man den Klang nicht nur hören, sondern auch fühlen und sehen. Jetzt wollen wir ihn erstmal, warte nicht so feste, jetzt lassen wir ihn erstmal schwingen. Erstmal klingen und dann langsam dran fassen. Also, anziehen. Nochmal, Moritz. Dickes Lob geht an das Team der MIMA für das Gesamtkonzept und für die Aufbauarbeit. 30 geschulte MIMA-Guides begleiten Kita- und Schulgruppen, aber auch Individualbesucher durch die Ausstellung. Das Projekt beruht hauptsächlich auf ehrenamtlicher Arbeit.